Ja, hallo und willkommen zurück zu Space Base Startopia, wo wir ja an der Marktwirtschaft-Mission dran sitzen noch. Und heute geht's einfach mal weiter. Wir waren gerade dabei, uns hier so nach und nach, boah, ist das laut, nach und nach die Touristengebäude freizuschalten und jetzt werde ich mal schauen, die Sicherheitszentrale brauche ich noch nicht. Ich denke, die Schleuse brauche ich eigentlich auch noch nicht. Ich denke, ich werde mal auf die gehobenen Touristen upgraden jetzt. Wenn ich gleich genug Prestige habe. Hallo. Oh nein, ich muss noch eine Lootbox-Lotterie bauen. Ach, Hilfe. Die ich mir gerade noch nicht leisten kann, ja. Vielen Dank. Okay, das heißt, kurz abwarten, bis ich mir die Lootbox-Lotterie leisten kann. Aber bewertungsmäßig sieht es ja im Moment ganz gut aus. Vielleicht, naja, dann brauche ich wieder... Also bald, wenn ich 550 hier vorher erreiche, dann schalte ich einfach den Lift frei. Den brauche ich eh gleich. Oder hier, komm, ich schalte die frei. So, jetzt kann ich die Lotterie bauen. Gewusst wie. So, die baue ich mal. Ja, dann kommt der Mech da nicht mehr durch. Ich weiß, ist mir jetzt egal. Kann ich auch später noch umverlegen. Wichtig ist nur, dass die in der Nähe von dem Atmosphärenfilter steht. Auch wenn ich da gleich eh mehr von bauen muss. So, jetzt muss ich mal einen quasi nach oben beamen, weil sonst das hier viel zu lange dauert. So, zack. You have now managed to unlock the correct category. Presumably, this is an acceptable performance for a carbon-based life form. You still have to unlock the spaceport to allow trading ships to dock at your Startopia base. Nein, hier keine Inspektion. Wow, Handelspreise sind reduziert, bringt mir gerade gar nichts. So, was brauche ich für das Forschungslabor? 500, dann ist das nächste Ziel, weil ich das Forschungslabor definitiv vor dem Raumhafen brauchen werde. Und ich werde jetzt einfach mal... Moment mal, ich kann die doch... Ich kann doch hier diese HIGs daraus machen. Dann baue ich einfach mal zwei... Disco-Kugel-Dinger. Dann werde ich nämlich auch die dumme Schlüsselware los. Ich kann keinen Händler an Bord lassen gerade. Offensichtlich. Das Original Startopia hat einen wenigstens nur dann mit sowas genervt, wenn man auch... wenn man auch... Ne, ihr wisst schon. Boah, 500, ey, scheiße. Wenn man auch dabei schon Dingens hatte, einen Raumhafen hatte, so. Irgendwie habe ich noch zu wenig Sauerstoff. Ich hätte gerne mehr Pflanzen, die viel Sauerstoff produzieren. Was war das denn nochmal für ein Terrain? War das nicht Regenwald? Medikamente, Fasern, Mineralien, Tundra. Was war denn Tundra für ein Gebiet? Das hier. Aber irgendwie pflanzen die hier nichts. Fasern, Lebensmittel, Medikamente. Gehobene Spielerbedürfnisse. Ja, komm. Abgase auf dem Pfanddeck. Anscheinend egal. Da in der Ecke könnte ich noch. Kriege ich hier noch irgendwo einen hin? Nee. Okay, dann muss ich einfach den. Gleich erforschen. Nein.
Ich sollte vielleicht auch langsam mal mich um mehr Fuzzies kümmern, wobei ich anstatt mehr lieber einfach bessere habe. Bei Statopia. Ich sag jetzt einfach Statopia 1. Bei Statopia 1 habe ich immer. Oder sehr lange zumindest mit den vier Start-Fuzzy-Skazern, die man bekommen hat, gespielt, bis ich die und die dann einfach irgendwann auf Stufe 3 erhöht. So, 399. Ich würde auch langsam mal Zeit, gleich auf dem Fun-Deck zu erweitern. Immerhin bleiben die Bewertungen gut. Also so richtig verkackt habe ich es noch nicht. Na, da rollt ganz viel Prestige rein. Okay, das kostet 15.000. Warum kostet das 15.000? Stellen wir lieber schon mal ein paar Eureka ein. So, 8 Stück. Sieht erstmal soweit gut aus. Und wo baue ich das Forschungslabor dann hin? Am besten hier hinten irgendwo. Ja, Reisegruppe. Nee, die nützlichen Gegenstände brauche ich jetzt nicht. So, wir sind über 500. Forschungslabor. Zack. 23.000. Kann ich das herstellen? Das kostet mich nur 4.000, weil ich brauche dafür Plastik. Holokristalle, Fasern und Schaltkreise. Woraus wird denn Plastik hergestellt? Fasern. Okay, das heißt, ich brauche sehr viel Fasern. Commander, good to see you're using the factory. Maybe if you were now to create a reasonable supply chain, you could make trading even more lucrative. I only mention this trivial and absolutely obvious point because my previous evaluations of carbon-based life forms indicate that I must assume ignorance and a total lack of knowledge. Ach, die ist immer so nett. So, das funktioniert ja schon mal soweit ganz gut. Gibt doch Adrenalin-Junkie-Sachen hier. Fantastische Fabrik. Höhere Energiekosten, geringere Produktion. Machen wir lieber mal Affirmative, das. Commander. I will have the machines upgraded. Zünden wir mal eine Disco-Bombe hier. So, ich fürchte, jetzt muss ich hier auf Fasern warten. Ich glaube, ich produziere immer noch viel zu viele Rohstoffe, also Nahrungsmittel. Das hier produziert alles Nahrungsmittel. Ich mache das mal anders. Brauchen mehr. Fasern. Wo war das? Tundra war das doch, oder? Sauerstoff, Mineralien, Wald und Wiese. Hier einfach mal ein bisschen mehr. Das ernte ich noch ab. Oh, ich brauche dafür Pflanzen in Töpfen, okay. Wie ist denn der Stand der Dinge in der Fabrik? Brauche ich für die Kristalle 3 Sauerstoff. Okay, ich muss das hier wirklich mal anders machen. Das Ganze kann ich Lava selber anlegen? Ja, gut, dann brauche ich das nicht. Falls ich es doch brauche, kann ich das ja noch nachjustieren. Dann mache ich mal die ganze Lavafläche hier nämlich weg. Ernte hier noch schnell alles ab, was geht. Vor allem die großen. So.
Dann geht es da unten nämlich auch schon mal weiter. Hier können wir die mal hier hin. So, hier ist jetzt voll. Was passiert denn mit der verdorbenen Ware? Okay, die wird da einfach runtergebeamt. Wer hat die gekündigt? Ein Eureka. Kommunikation. Ah. So, ich brauche immer noch zwei Fasern und einen Sauerstoff. Nicht Pflanzen, die besonders viel... Okay, die kann ich nicht ernten. Ja, dann heißt es jetzt abwarten. Natürlich ist da Schmuggelware bei rausgekommen. So, Fasern. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug Plastik. Nicht die Medikamente runterbeamen. Mann. Den brauche ich gar nicht. Hört doch mal auf, euch zu langweilen. So, jetzt brauche ich immer noch zwei Sauerstoff. Brauche ich denn die zwei Fasern noch? Brauche ich die hierfür? Nö. Hä? Ich habe doch jetzt drei Plastik. So, für den Schaltkreis brauche ich Plastik, ne? Ne, Mineralien. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit. Wo hat es denn jetzt den ganzen Plastik hin? Das ganze Plastik hingepackt? Das ist jetzt einfach weg. Ach nein, es steht da. Na, geh doch zu. Wofür braucht es denn die... Oh, das braucht tatsächlich... Okay. So, das heißt, jetzt brauche ich noch... Ein Holokristall. Dafür brauche ich nochmal ein Plastik. Aber wofür brauche ich den ganzen anderen Plastikkram? Nochmal neu, so. So, und jetzt mache ich das mal so. Das verwirrt mich hier. Ich lade das jetzt einfach mal alles hier rein. So, und jetzt... Nochmal Fabrik. According to recent surveys, visitors find Startopia quite acceptable overall. Okay, die ganzen Eureka kündigen, weil sie noch keinen Arbeitsplatz haben. Das kann ich gut verstehen. Da würde ich mich auch langweilen. Dann muss ich gleich nochmal neue einstellen. So, was fehlt dir jetzt noch? Drei Sauerstoff. Oh nein, weil ich den Sauerstoff da abgelegt habe, ist er natürlich in dem Dingens gelandet. In dem... Ach shit, ey. In dem Verteiler hier. Atmosphärenfilter ist das Wort, das ich suche. Gleich kann ich das Ding einfach so bauen. Kann ich schon. Aber 23.000 ist alles, was ich habe. Commander, toxic waste is unpleasant at best and should not be allowed to accumulate on board. I think it would be most expedient if you would see to getting rid of that stuff by whatever means necessary.
Wo ist denn hier Toxic Waste? Oder? You can clean it in the factory to make it safe for your visitors, but if you have any scruples, you should either throw it directly into the recycler or sell it to someone. Ah, Bonusziel. Gesäubertes toxisches Material. Das lässt sich machen. Congratulations, Commander. You've managed to dispose of one unit of toxic waste. I wonder if the disposal of organic material would not be just as easy. Ah, but that's not something I need to bother you with. So, ich weiß aber immer noch nicht, wo das herkam. Und ich brauche mal einen Droiden, der oben repariert. Oh, hab jetzt den Müll runtergebeamt? Na toll. Das war sicherlich nicht, was ich wollte. One of your employees has quit. Hört doch mal auf, alle zu kündigen. Hallo. Ich wünschte, die würden einfach tun, was sie sollen, wenn ich sie direkt daneben absetze. Einfach das priorisieren. Sauerstoffkisten, perfekt. Komm, eine noch. Irgendwo ist hier doch bestimmt noch eine. Nein, braucht doch nur noch die eine. Ich kann ja einfach mal anfangen, random Pflanzen abzuernten. Manchmal kommt ja Sauerstoff dabei mit raus. Aber irgendwie habe ich hier damit kein Glück. Ernten wir lieber nochmal ein paar Fasern ab. Nein. Nein. So, jetzt fehlt nur noch das eine Sauerstöffchen. Vielleicht ist der Frachtraum schon wieder voll. Ich sehe es schon leben. Ich sehe es schon kommen. Schon noch eine Kiste Sauerstoff. Ja. Okay, es wird gerade sehr stressig hier. Also, nicht so, dass ich denke, oh Gott. Schweißausbrüche, aber... Na, ihr seht's ja, hier kündigen alle und mir fehlt immer noch das eine dumme Sauerstöffchen. Ja, perfekt. So, jetzt können wir endlich die... Forschungsstation bauen. Und jetzt habe ich auch so viel Dings hier. Prestige war das Wort. Jetzt kann ich auch den ganzen anderen Quatsch freischalten und mal ein bisschen mein Geld aufstocken. So, jetzt gucke ich nochmal, was der Raumhafen kostet. Zwei Schaltkreise und ein Holokristall. Ja, die Holokristalle herstellen ist das Problem. Wegen des scheiß Sauerstoffs. Aber vielleicht können wir da ja gleich handeln. Ein zwielichtiger Händler? Nein. Ich muss nochmal gucken, kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Aber ich glaube, die Aufgabe war keine... Ich guck mal gerade, keine toxischen Dings zu verkaufen. Market Economy without selling toxic waste to traders. Und 30 Güter an einen einzigen Händler verkaufen. So, wie viel? Jetzt habe ich nur noch 5 unter Vertrag. So, 8 Stück. Hier hinten passt es nicht mehr hin. Und hier müsste ich schon wieder
passt das noch hin. Komm her, das Ding muss schnell. Ernsthaft? Er wollte es gerade bauen, beam ihn dahin und er läuft weg. Naja, ihr schafft das schon. So, dann habe ich auch gleich meine erste Aufgabe für euch, und zwar... A wise decision to build a research station, Commander. You should visit it sometime. You might learn something. So, erforschen wir direkt mal das erste Gebäude. Und hier lasse ich auch mal ein paar Sachen... Ja, natürlich habe ich keinen Sauerstoff, den ich hier jetzt verwenden kann. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Was passiert denn, wenn ich denen einfach eine Kiste reinschmeiße eigentlich? Geht das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. So, los geht die Forschungsarbeit. Die Forschungsgeschwindigkeit eigentlich davon abhängig, wie viele da gerade drin sind? Vermutlich, ne? So, was passiert, wenn ich den jetzt... Okay, das geht nicht. I never would have thought you'd grasp the benefits of research. Ich erforsche jetzt einfach erstmal. So, und hier bitte nochmal Müll säubern. Stimmt, in der vorherigen Mission hat das noch gar keinen Abfall erzeugt. Interessant. Aber ich fürchte, die Mission hier wird glatt dreiteilig. Also es wird länger. Definitiv. So. Wissenschaftliche Erkenntnisse. Ne, ich hätte lieber weniger in die Regierung, aber schnellere Forschung. Ja, nein, abbrechen. Ich will keine... Nein, stopp. Okay, das kann ich nicht abbrechen. Und jetzt hat es wieder den Bug, dass es alles doppelt anzeigt. Ich wollte den Fuzzy bauen. Ja, es hat doch gerade einen Schaltkreis hier gebaut. So, ich wollte die Fuzzies nämlich erstmal upgraden. So, jetzt wo hier toxisches Material entsteht. Das kann ich denen wirklich nicht hinlegen, das ist schade. Aber ich kann ja mal gucken, was ich für den Raumhafen jetzt brauche. Dann kann die eigentliche Mission losgehen. Die Holokristalle sind ein bisschen das Problem. Okay, er bringt schon Sauerstoff runter. Und dass mir hier die ganze Zeit die Ware verdirbt, ist natürlich auch nicht gut. Ich werde mal sicherstellen, dass das hier mit den Kisten nicht passiert. Ich hoffe zwar, dass das Spiel immerhin so freundlich ist und es mit den Dingens verbietet. Aber ich will es nicht riskieren. So, einen Sauerstoff haben wir schon mal. Die Fuzzies denn? Ja, habe ich jetzt freigeschaltet, okay. Das ist das Problem mit dem Sauerstoff, den kann man ja schlecht einlagern.
Komm, gib mir den. Achso, der wird dann direkt da hinten angelagert. Zwei Mineralien werde ich doch wohl irgendwo noch haben. Da ist schon mal Sauerstoff. Ja, nice. Dann können wir den Raumhafen ja sogar schon fertig bauen. Jetzt fehlen mir nämlich nur noch zwei Mineralien und die kriege ich hier ja wohl schnell noch raus. Perfekt. Und dann wird es gleich mal Zeit, auf dem Dingensdeck zu expandieren. Auf dem Bio-Deck, damit ich mehr Rohstoffe produziere. Ich glaube, das mache ich auch mal schnell. Boah, das kostet 20.000. Kostet wahrscheinlich in beiden Richtungen 20.000, ja. Egal, muss jetzt mal sein. Ich brauche mehr Ressourcen. Was produzieren die Dinger? Auch Fasern. Was brauche ich denn hier? Ich brauche Mineralien. Noch zwei. Ja, okay, also jetzt sind wir, nähern wir uns so langsam der Hauptarbeit dieser Mission. Denn da ist der Raumhafen. Und dann kann das eigentliche, die eigentliche Arbeit losgehen. Moment mal, das ist total dämlich. Nein, ich will das nicht. Ach, verdammt. Na gut, der wird ja sofort aufgebraucht. Nein. Ja. Langeweile. Ich habe hier aber auch gerade schon wieder ganz schön viel Müll rumliegen. Commander, your spaceport is now operational, thanks to the fuzzies who built it. Yes, yes, and of course, your contribution. Effective immediately, you can allow traders from different species to dock so you can trade with them. However, it would appear that carbon-based life forms do not constitute an adequate trade item. Commander, now that you can finally allow traders to dock, you should use this to sell goods you do not need. You may even be able to sell off toxic waste. Ja, aber das will ich nicht. Ich brauche dringend einen neuen Fahrstuhl. Ich werde jetzt einfach mal hierhin expandieren und mir direkt ein bisschen Geld zurückholen. Und dann hier einen Lift bauen. Müsste der mir nicht anzeigen. Naja, funktioniert. So soll es mir auch recht sein. Denn die Wartezeiten hier an der Lange sind enorm. So, und irgendwo habe ich hier doch gerade... Ja, da. So, ich überspringe den Mark 2 Fuzzy eigentlich immer gerne. Also habe ich zumindest früher gemacht. So, da haben wir schon den ersten Händler. Nein, keine Expedition. Ich habe gar nicht geguckt zwischendurch, wie es eigentlich mit Förderungen aussieht im Moment, aber gut. So, Händler ist da. Oh, you actually sold something, Commander. I'm almost impressed. Who'd have thought you were up to it? Hm, das war ganz schön wenig. Beam das wieder runter. So.
Marktmanipulation. Mehr ist mehr. Oh, yes, more is always better, isn't it? Except when it comes to organic life forms, where I personally prefer a much lower dose. So, jetzt muss ich mal einen Atmosphärenfilter hier bauen. Drei Stück sind, glaube ich, ausreichend, ne? Höher geht das ja eh nicht. Stufe 4, genau. Denn die möchte ich gerne so schnell wie möglich auf Maximum haben. Ah, und den Raumhafen müsste ich eigentlich auch noch verbessern. Ich kann das doch... Ich stelle das einfach mal auf Wiederholung. Dann wird es automatisch weiter produziert, wenn ich irgendwo Müll rumliegen habe. So, die sollen jetzt mal hier den Filter verbessern. So, und hier kommt einfach immer Neues. An employee has just quit. One of your employees has quit. Hört doch mal auf damit. Finde ich nicht gut. Aber das funktioniert jetzt gut. Commander, you have already disposed of half of the toxic waste. Rest in peace, little green. Ah, you've already cleaned up a fair amount of the toxic waste. Excellent, Commander. Kriege ich dafür jetzt auch irgendwie ein Gebäude oder so? Commander, nee. Commander, I think something's digging its way out of the ground on the biodeck again. Nicht schon wieder. Excuse me, Commander. I just had a new humor processor installed, but it doesn't seem to be working properly. Ignore my previous statement. Gut, das wäre nämlich zum einen ein bisschen langweilig und zum anderen hätte ich da jetzt gerade gar keine Kapazitäten für. Jetzt habe ich mich da. Okay, wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Die Atmosphärenfilter sind auf Maximum, das ist gut. Das heißt, Radioaktivität, Infektionsschutz. Machen wir das, ich recycle das ja eh nicht. Commander, I will limit the toxicity. I hope you know what the consequences will be. Ja, da bin ich recht zufrieden mit den Konsequenzen. Commander, one of your employees has just quit. Ach, jetzt hör doch mal auf hier. So, ich brauche noch, ich mach mal meinen Frachtraum auch in Forschung, weil dann die Kisten nicht so schnell vergammeln. Und ich wollte den Mark 3 Fuzzy bauen. Units are engaged in combat. What? According to recent surveys, visitors find Startopia quite acceptable overall. Ach, die dummen Drohnen. Wo auch immer die blöden Piraten jetzt herkommen, das ist ja nervig bis zum geht nicht mehr. Naja, komm, die besiege ich jetzt noch und dann beschließe ich die Folge mal. Immerhin werden die Drohnen gerade schnell genug nachproduziert, weil die Basis voll besetzt ist. Langweilen sich hier alle. Gar nicht warum. Ich habe denen doch alles zur Verfügung gestellt, was da, naja, zur Verfügung steht halt. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn hier absetzen. So. Frachtraum. Damit können wir dann kontern, dass die
dass die Gebäude da rum, die Kisten vergammeln. So, das wollte ich sagen. Hat denn hier alles so viel Schaden genommen? Irgendwie. So, besserer Frachtraum. So, dann mache ich aber jetzt mal hier Schluss für heute. Wir sind schon ein gutes Stück weitergekommen, aber das mit den 30 Kisten an einen Händler verkaufen, sehe ich noch nicht kommen, ehrlich gesagt. Hallo? Ich kann das da immer nicht ablegen. Aber ich werde mal schauen. Ich glaube, ich werde mal offscreen ein bisschen einfach forschen, weil das ja sehr viel Leerlauf ist, wo ich einfach nur, wo es einfach nur weiterläuft und nicht viel passiert. Aber die Sachen upgraden an sich ist ja jetzt nicht so spannend zum Zusehen. Und es sei denn, ihr sagt, oh doch, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich werde einfach mal schauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Falls ihr das pünktlich guckt. Naja, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, dann kennt ihr das ja. Liken, abonnieren, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!